Hallo Camperfreunde, an diesem wunderschönen Frühlingstag bin ich heute bei Müller Motors in Königswinter und präsentiere euch den Solifair Polar T96E. Der T96E ist ein teilintegriertes Wohnmobil, was bei Bavaria Pilot in Frankreich gebaut wird, aber Solifair ist ein finnischer Hersteller, der in den Polar-Konzern gehört und jetzt den deutschen Markt neu betritt. Solifair hat sowohl Kastenwagen wie auch Teilintegrierte. Und wir sitzen jetzt hier heute in dem 96E mit Einzelbetten. Sehr helles skandinavisches Design, hervorragende Isolierung und im Gegensatz zu vielen deutschen Herstellern ein großes Paket an Ausstattung schon im Serienzustand enthalten. Seid gespannt, wir gehen gleich außen rum und danach gibt es die ordentliche Roomtour. Bis gleich. So, da haben wir ihn, den Solifair Polar T96E. An der Schnauze erkennen wir, das Fahrzeug ist auf Citroën basierend. Ganz klassisch im Design, teilintegriert. Aber was an dem Fahrzeug auffällt, der hat eine relativ gute Vollausstattung, weshalb er zwar auf den ersten Blick nicht günstig erscheint, aber wenn wir mal die deutschen Hersteller zur Grundlage nehmen und dort mal die Preisliste zusammenaddieren, dann stellen wir ganz schnell fest, dass dieses Fahrzeug nicht teurer ist, sondern der Ausstattung entsprechend, ja, seinen Preis wert ist. Elektrische Eintrittsstufe, Thule Omnistore, große Garage hinten, zeige ich euch gleich von der anderen Seite. Hinten ist eine Heckkamera verbaut, schönes Heck, schlicht, aber durchaus funktional. Hier auf der Seite sehen wir dann entsprechend die Garage. Dann haben wir den Gaskasten, Heizung, da ist eine Truma verbaut und das ganze Fahrzeug ist auf finnischen Standard ausgelegt. Das heißt, wir haben eine erheblich höhere Isolierung, die Heizung ist kräftiger und das Ganze ist natürlich voll wintertauglich. Gucken wir uns mal gerade die Garage an. So, hier sehen wir schon die Matratzen, um die beiden Einzelbetten zu einem King-Size-Bett umzubauen. Dann haben wir hier eine doch sehr ansprechende große Garage. Von der Höhe her kriegen wir da mit Sicherheit auch ein Fahrrad rein. Wird ein bisschen fummelig beim Beladen, weil die Türen nicht so riesig sind. Aber das passt schon. So, gehen wir einmal hier rum. Hier ist der Gaskasten, auf den mache ich euch einmal auf. Sehr sympathisch mit Einrastung, dass der Deckel oben bleibt. Das fand ich bei anderen Herstellern schon schwieriger. Stellplatz für zwei Flaschen. Hier ist jetzt eine Monocontrol verbaut, aber gegen Aufpreis kriegt man natürlich auch die Duocontrol. Schön gelöst mit dem Gaskasten. Sehr nice. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir mal in den Solifair T96E hinein. Und was einem direkt auffällt, ist dieses schöne beleuchtete Logo hier vorne. Man wird direkt freundlich begrüßt. Hell, luftig, schöner Tisch, schöne Sitzecke. Wir haben eine sehr schöne Farbkombination aus dem dunklen Holz oben. Das sind matte Flächen. Plus die weißen Akzente oder eierschalenfarbene Akzente, LED-Beleuchtung, Ablagen. Das ist schon, ja, ansprechend, muss man wirklich sagen. Das Fahrzeug wird bei Bavaria-Pilot in Frankreich gebaut, obwohl das Design finnisch ist und auch die Produktentwicklung ist in Finnland. Wir haben ganz klassisch das Cockpit Citroën
mit darüber liegenden Ablagen. Hier kriegt man auch mal ordentlich was unter. Das ist schön gemacht. Wir haben hier schöne Schränke. Da sind so Griffe drunter. Wenn man die jetzt aufmacht, sieht man das mal. Seht ihr da diese Hebel? Ja, da. Die drückt man einmal an und dann schwingt die Tür auf. Ich finde, das ist gut verarbeitet, macht einen sehr soliden Eindruck. Hier sind überall so Rausfallkanten, dass da also nichts passiert. Das hier ist Kunststoff, sehr solide, und hinten schließt sich Holz an. Also gut verarbeitet. Schöne LED-Lampen. So, und wenn man das jetzt zumacht, sieht man, das fällt von alleine zu. Das sind Softclose-Scharniere. So muss das sein. So, zack, ist das Ding dicht. Hier haben wir dann schönes Polster, sehr bequem. Ich habe da gerade drauf gesessen zum Intro. Die machen ein bisschen was her. Den Tisch kann man gut verschwenken. Den kann man wirklich schön schieben. Jetzt habe ich ihn arretiert, sehe ich gerade. Macht aber nichts. So, hier haben wir nochmal einen Kladderhaken. Da oben haben wir die iNet-Control von der Truma. Steckdose, Fernsehhalterung. Hier ist die Controlbox für Licht, Füllstände etc. Das ist auch hochmodern. Dann haben wir hier Lichtschalter, Treppenstufenschalter etc. Das ist schön gemacht. So, Feuerlöscher hat das Fahrzeug serienmäßig dabei. Finde ich auch toll. Das sind so Kleinigkeiten, die muss man sonst überall drauf zahlen. Dann haben wir hier drunter natürlich die Heizung. Küchenblock. Klein, aber fein. Was ein bisschen schade ist, finde ich, nur ein Zweibrenner-Kocher. Das ist beim Wohnmobil der Größe eigentlich ja, eher ungewöhnlich. Dann haben wir hier 230 Volt, 12 Volt, zweimal USB mit einmal 1 Ampere und einmal 2,1 Ampere, also Quick Charge. Dann haben wir hier das schon gesehene Waschbecken, was wir in dem Polar-Wohnwagen hatten. Mit einer ganz normalen Armatur. Vollkommen ausreichend. Kleines Gewürzregal. Und jetzt schwenke ich die Kamera mal wieder ein bisschen nach oben, damit ich nicht hier bücken muss. So, haben wir es doch. So, jetzt machen wir den nochmal auf hier. Der schwenkt knapp dran vorbei. Auch hier drei Scharniere. Das finde ich schon gut. Hier ist offensichtlich nochmal ein Kamin oder sowas. Kabelkanal, weiß ich nicht genau. Und das schließt natürlich alles schön. Das sind übrigens hier Metallstreifen. Ich weiß gar nicht, sind die eingelassen, aufgeklebt. Sieht zumindest sehr gut aus. So, auch hier hell, luftig. Das ist schön. Gefällt. Jetzt drehen wir es mal rum. Dann haben wir hier nochmal eine Klappe. Das sind weitere Kabel, ich nehme mal an, für den Fernseher. 12 Volt plus weitere Leitung, weil da ist hier auch, wie man sieht, ein Durchbruch, der hier draußen dann rauskommt. Also das wird für den Fernseher sein. Hier könnte ich vielleicht auch noch eine Mikrowelle oder sowas unterbringen. Da müsst ihr mal mit dem Müller reden. Da kann man mit Sicherheit was machen. So, dann haben wir hier ein Dometic Slim Tower mit ordentlichem Gefrierfach. Genug Platz, sodass wir dort Obst, Gemüse, alles reinkriegen in die Türen. Ich weise immer gerne darauf hin, passen große Flaschen rein. Das ist schon mal gut. Hier oben dann den Kleinkram, Eier etc. Finde ich gut, gut gelöst. Sehr schön genutzte Fläche hier mit dem Spiegel. Das reicht gerade so aus, dass man sich so einmal in der Körperlänge sehen kann. Finde ich gut. Da unten drunter nochmal ein kleines Fach. Und dann kommen wir schon zur Küche, zu den Stauschränken hier. Hier habe ich einmal eine Tür mit ja, Regalböden. Da unten ist nochmal ein Kontrollfach. Da kann ich wohl nochmal was abdrehen. Dann habe ich hier den Besteckkasten und die Gasabsperrhähne. Auch das natürlich Softclose. So, und hier auch nochmal etwas kleiner, weil dahinter ist natürlich schon Radkasten. Wenn ich das hier zuschiebe, schließt es sich selber. Das soll so sein.
Dann machen wir die Dusche zuerst. Ja, machen wir jetzt mal zuerst. Hier haben wir die Dusche, da sehen wir noch Teile des Radkastens. Jetzt mal hier hochschwenken, eine schöne, vernünftige Dusche. Ich fahre mal hoch, die Kamera. So. Das ist auch relativ groß, also da kann auch ich mit meinen 1,87 Meter gut stehen. Da haben wir hier eine Kunststofftür, die wir auf und zu ziehen. Damit kann man dann hier zumindest als Spritzschutz das ganze Ding vielleicht nutzen. Die Toilettentür kann ich dann öffnen und damit den Wohnraum absperren. Das ist ja mittlerweile eigentlich Usus. Hier haben wir Handtuchhalter. Dann haben wir hier ein Schränkchen. Ich mache den gerade mal auf. Hallo zusammen. So, da haben wir so kleine Plexiglasabtrenner, damit nichts rausfällt. Ja, hier unten ist es nicht. Da haben wir die Tür. Aber hier ist es ganz gut. Schraubenköpfe blank sichtbar, finde ich jetzt nicht so schön. Hätte man anders lösen können. Aber gut, insgesamt. Hier ist schon mal was gegen runterfallen. Kleiner Spiegel. Oben haben wir LED-Lampen. Da sind sie. Ich schwenke mal gerade hoch. So. Und dann natürlich das Mini-Heki oben. Das sorgt für gute Luft. Dann haben wir hier unten Waschbecken. Vernünftige Armatur. Eine Dometic Chemietoilette. Und nochmal ein Schrank. Moment. Ich fahre euch nochmal ein Stück hoch. So. Womit wir dann da auch nochmal ordentlich was reinkriegen. Schön gelöst. So, wenn wir jetzt hier rausdrehen, dann sehen wir hier oben eine Mechanik. Dort. Seht ihr das? Das da. Damit wird die Tür gehalten. Und dann kann ich nämlich diese Schiebetür schließen und dann den Schlafbereich von der Toilette oder dem Bad trennen. Dann ist das hier ordentlich zu. Und ich habe hier hinten meine Ruhe und kann in Ruhe aufs Töpfchen gehen, duschen, mich fertig machen, während der Partner noch schläft. So, und das verriegelt dann auch automatisch, sollte es zumindest, genau. So, zack. So, dann haben wir hier nochmal Heizung. Das ist ja auch wichtig, weil das Fahrzeug ja auch für Finnland gebaut ist. Nochmal ein Schränkchen hier oben, wo ich Sachen reinkriege. Das Ganze nochmal am Kopfende und da sehen wir schon entsprechend 230 Volt und Doppel-USB. Ich habe dann jeweils links und rechts einen Lautsprecher und darunter das Leselicht aus LED. Kopfschutz, schön gemacht. Matratze, ja, nochmal ein Schrank. Und jetzt gucken wir uns noch die Kleiderschränke an. Die sind nämlich auch ganz gut. So, wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir oben Kleiderstange. Relativ tiefer Schrank, also da geht richtig was rein. Finde ich gut, da ist ordentlich Platz. Das sind bestimmt auf der Seite, würde ich mal sagen, 60, 65, 70 Zentimeter mindestens. So, und das Ganze natürlich auch auf der anderen Seite. Wenn man jetzt mal so dreht, schwupp, da haben wir das dann auch. Und oben natürlich auch wieder den Hänger, so dass ich hier so einen ähnlichen Schrank habe und jeder hat dann links wie rechts einen vernünftigen Kleiderschrank. So, jetzt machen wir mal das Bad wieder auf. Entschuldigt gerade den Lärm, hier fliegt ein Hubschrauber gerade über uns drüber. Ich finde den sehr schön hell, luftig, mag die hellen Stoffe. Die sind auch relativ unempfindlich, einfach sauber zu machen. Vier Sitzgurte, relativ viel Platz im Fahrzeug. Preis finde ich angemessen für den Möbelbau und für die Ausstattung. Wenn ich das vergleiche mit deutschen Fahrzeugen und dann dort mir die Preisliste zusammenstoppel, dann bin ich auch ganz schnell über dem hier aufgerufenen Preis. Individuelles Angebot bekommt ihr von Müller Motors in Königswinter. Link ist unten in der Beschreibung. Vielen Dank, macht's gut, bleibt gesund, haltet durch.